Ja, vielen herzlichen Dank für diese wirklich tolle Einführung. Das ist, hat mich sehr gefreut, so ausführlich und auch so fachkenntnisreich. Meine Damen und Herren, in den nächsten 45 bis 50 Minuten will ich Ihnen dann kurz in die Welt der künstlichen Intelligenz entführen. Es ist ein wirklich faszinierendes Thema, wie wir sehen werden, aber auch wirklich von großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Wie eben schon gehört, liegt die künstliche Intelligenz wirklich am Grenzbereich der Ingenieurs-, aber auch der Kognitionswissenschaften. Wir arbeiten eigentlich regelmäßig im Institut mit, die Linguisten wurden schon genannt, Philosophen, Erkenntnisphilosophen, Psychologen und in letzter Zeit natürlich auch sehr stark mit den Biowissenschaften bis hin zur Hirnwissenschaft zusammen. Im Herzen sind wir aber in der künstlichen Intelligenz doch meist Ingenieure. Das heißt, unser Ziel ist es, intelligentes Verhalten und die zugrunde liegenden kognitiven Fähigkeiten auf Computern abzubilden. Wir haben eben nicht immer den Anspruch, alles so sozusagen nachzuahmen, wie uns das die Biowissenschaften nun als empirische Wissenschaften mitteilen. Also eigentlich auch gar kein naturwissenschaftlicher Ansatz im Kern der künstlichen Intelligenz heute, sondern wir sind daran interessiert, dieses Verhalten, soweit es für uns relevant ist, es nachzuahmen, wirklich auf digitalen Computern abzubilden. Das ist, wie man oft sagt, die etwas schwächere Form der künstlichen Intelligenz. Es gibt auch die harte, das haben Sie sicherlich in dieser Vorlesungsreihe gehört, klassisch, wo man sagte, wir wollen wirklich eine Simulation des Menschen durchführen. Das extremste Projekt in dieser Richtung gibt es im Moment in der Schweiz mit dem sogenannten Blue Brain-Projekt, wo man ja tatsächlich versucht, das menschliche Gehirn wirklich auf der Ebene von Neuronen und Nervenzellen und Synapsen auf Computern nachzuahmen. Das ist also nicht unser Ziel und das werde ich auch hier in dem Vortrag nicht ausführen. Eben wurde schon gesagt, wir sind an vielen Standorten verteilt und ich möchte Ihnen kurz die Gliederung vorstellen. Zunächst mal möchte ich das Thema Merkmale kognitiver Agenten, was ist überhaupt in unserem Sinne dann ein solcher künstlicher intelligenter Agent? Intelligenz wird immer mehr gewonnen durch Maschine-zu-Maschine-Kommunikation im Internet der Dinge. Wir haben eingebettete Intelligenz. Da möchte ich Ihnen einige Beispiele aus der Praxis vorführen von kommunizierenden Autos und bio-inspirierten Robotern. Und zum Schluss will ich noch mal zeigen, wo ich zumindest den Vergleich menschlicher und künstlicher Intelligenz sehe. Ich glaube, wir haben eine kleine Tonstörung. Vielleicht soll ich den anderen das Mikrofon benutzen oder Rückkopplung. Wenn wir davon ausgehen, heute Informationsverarbeitungsleistung von Menschen und Computern. Als ich anfing, Informatik zu studieren, da gab es ein Lehrbuch, Bauer Gros hieß es, da wurde das menschliche Gehirn noch mit dem Computer verglichen und da stand dann gleich auf den ersten Seiten, also das menschliche Gehirn ist in seiner Rechenleistung bei weitem den Computern überlegen. Das war Anfang der 70er Jahre und war damals auch korrekt. Heute ist das allerdings nicht mehr so. Hochperformance-Computer, Supercomputer haben sich so weiterentwickelt, dass sie erstens durch die hohe Parallelität, aber auch durch die schiere Rechenleistung der einzelnen Transistoren, der Speichermöglichkeiten bei weitem das menschliche Gehirn übertreffen. In der reinen Rechenleistung. Ich komme ja später noch darauf zurück, ganz zum Schluss, dass wir sagen, der Mensch ist letztendlich in seiner kognitiven Leistung natürlich jeder Maschine in der Breite überlegen. Aber heute ist festzustellen, dass auf jeden Fall die reine Rechenleistung, also Operation pro Sekunde, das Gehirn kann etwa 10 hoch 10 Operationen pro Sekunde durchführen. Wir haben bei den Supercomputern, im Moment ist der K-Computer von Fujitsu in Japan. Ich war kürzlich nochmal dort, habe mir das angeguckt. 640.000 Prozessoren. Der ist natürlich überlegen. Aber
ganz wichtig, wenn wir überlegen, wie klein das Gehirn ist und besonders heute ganz wichtig, wie viel Energie es verbraucht, dann können wir festhalten, dass ja doch immer noch eine enorme Faszination von der Leistung des menschlichen Gehirns ausgeht, weil wir eben mit extrem wenig Energie, ja, so ein Supercomputer braucht allein Strom für 8 Millionen Euro pro Jahr. Ein Mensch, das menschliche Gehirn, kommt mit ca. 9000 Kilojoule Energie pro Tag aus. Und mit Nahrungsmitteln, Sie wissen das selber, selbst wenn ich nicht allzu viel esse und mich nur primitiv ernähre, das Gehirn bleibt am Leben. Mit 2000 Euro im Worst Case, das ist sicherlich kein Vergnügen, käme man sicherlich von Nahrung mit durch. Da müssen Sie dann nur bei McDonald's immer essen gehen vielleicht. Gut, so viel zum Anfang. Also Gehirn an sich nicht mehr ganz vergleichbar von der Grundrechenleistung. Aber jetzt fragt man sich natürlich, ja, dann können wir ja gleich aufhören, sondern lassen wir alles über Computer laufen. So ist es aber nicht. Es kommt ja darauf an, wie ich diese Hardware, diese Schaltgeschwindigkeit, diese schiere Rechenleistung eigentlich jetzt umsetze, was ich daraus mache. Und das wollen wir verstehen. Und deshalb sind Fragen, die wir in der Grundlagenforschung uns stellen, wie können jetzt Computer zum Beispiel menschliche Sprache, wie können sie Gestik, wie können sie Mimik lernen, einerseits zu verstehen von Menschen und dann auch erzeugen. Das ist ein immer noch ungelöstes Gebiet, wenn wir in der Breite, es gibt kein System weltweit, was das perfekt macht. Wie können mobile Roboter Teams bilden? Wie kann man also soziale Strukturen, wie kann man das, wenn wir in einem Team zusammenarbeiten, wie kann ich das eigentlich übertragen auf technische Systeme, insbesondere Roboter? Stellen Sie sich vor, wenn wir eine zukünftige Mondstation oder gar Marsstation mit mehreren Robotern über lange Zeit bevölkern wollen, dann werden diese Roboter, ich zeige das nachher noch, ganz verschiedene Skills, verschiedene Fähigkeiten haben und sie müssen, um gewisse Aufgaben zu erledigen, die Aufgaben untereinander aufteilen, wie das Menschen untereinander ja auch machen. Wie können eigentlich Computer sehen lernen, so dass sie auch diese Inhalte, die sie da sehen, verstehen? Ich sage mal, ein gewisser Test wäre, Sie sagen einen Stummfilm und wenn der Computer an der richtigen Stelle lacht, dann hat er ja in dem semantischen und auch pragmatischen Sinne diesen Stummfilm verstanden. Auch davon sind wir heute noch weit entfernt, dass wir das für beliebige Filme machen könnten. Wie kann man Computer zum Lernen bringen? Wie können Emotionen von Menschen erkannt werden? Und wie kann ich darauf reagieren? Ich selbst habe mich lange damit beschäftigt in der Sprache. Wie kann ich aus dem Sprachsignal Emotionen extrahieren? Wir haben das in dem Verbmobil gemacht, haben es zum Patent angemeldet. Und heute vielleicht als kleinen praktischen Hinweis, wenn Sie heute bei der Telekom bei einem berühmten Callcenter anrufen hier in Deutschland, dann analysiert die Telekom tatsächlich ihre Stimme soweit, das ist unser System dort implementiert, dass es erkennen kann, dass sie emotional erregt werden. Also kleiner Tipp, wenn Sie schneller zu dem Agenten wollen, müssen Sie anfangen, ein bisschen erregt in das Telefon reinzuschreiben und so weiter, dann schaltet der Computer automatisch weiter. Er erkennt also, in welcher emotionalen Lage Sie sind. Er kann heute auch erkennen, ob Sie Ihr Geschlecht erkennen, das geht sehr gut. Wir haben verschiedene Systeme entwickelt für die Telekom. Wir können also wirklich ohne, das hat nichts mit Spionage zu tun, sondern einfach, wir wissen ja völlig anonym, wir erkennen, das ist ein Mann oder eine Frau und wir kennen auch die Altersklasse. Wir können also 5 Altersklassen unterscheiden und es wird, wenn Sie mal beobachten, Sie müssen mal testen, vielleicht mit Ihren Enkelkindern, dass tatsächlich die Systeme unterschiedlich reagieren, je nach Alter. Also ältere Menschen werden dann auch korrekt verabschiedet. Andere sagt das System vielleicht Tschüss oder so etwas. Gut, wie können Computer zu intelligenten Assistenten werden? Das ist eine der Kernfragen der künstlichen Intelligenz. Und ganz wichtig, wir wollen sie auch praktisch einsetzen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Heute ist große Herausforderung die Tiefsee, Unterwasser, Offshore-Anlagen. Also wie können wir in den Meeren solche Computer zum Einsatz bringen? Und natürlich immer noch faszinierend im Weltraum.
Allgemein können wir einfach feststellen, ein solcher Roboter, und ich habe ihn hier mal mitgebracht, das ist einer unserer Roboter, die sogenannte Ayla, das war der erste Fembot. Wir haben gesagt, wir brauchen auch weibliche Roboter, weiblich wirkende Roboter. Und wir haben eine intelligente Steuerung natürlich in diesem System drin. Das ist das, was eben angesprochen wurde, die Handlungsplanung. Das System muss ja sein Handeln planen. Das macht es sensorbasiert. Deshalb haben wir verschiedene Sensoren in dem System drin zur Wahrnehmung. Das fängt von Stereokameras an, das sind Laserabstandssensoren, sehr viele Laserscanner sind dort, die enthalten. Die Sensorik, so kann man sagen, hat ja in den letzten Jahren einen ganz enormen Auftrieb erhalten. Insofern ist es auch weder kostenmäßig noch technisch eine große Herausforderung, diese Roboter sehr stark mit Sensorik auszustatten. Der Roboter nimmt dann seine Umgebung wahr. Hier sieht er gerade, dass er ein Ei manipuliert, und dann hat er eben ganz wichtig diese Aktuatoren, also Sensoren, Aktuatoren, und hat die Handlungssteuerung. Das ist das Wesentliche. Und wir sagen, ein kognitiver Agent ist eben ein Akteur, der seine Umgebung wahrnimmt und in dieser Umgebung handelt aufgrund der Wahrnehmung und dadurch die Umgebung ja wieder ändert. Und so gibt es dann praktisch einen wirklichen Fortschritt in der Umgebung. Man sagt heute, künstliche Agenten in physischen Welten, das sind dann die Roboter. Aber in der Informatik beschäftigt man sich auch mit künstlichen Agenten, die nur in virtuellen Welten, also beispielsweise im Internet, handeln. Und das dann, sind dann die sogenannten Softbots. Das sind also softwarebasierte Roboter, die gar keine physische Gestalt haben. Sie kennen vielleicht diese Avatare, aber die müssen gar nicht menschenähnlich sein, sondern das können auch Programme sein, die eigenständig im Internet gewisse Aufgaben durchführen, die eigene Sensoren dort haben, wissen, was im Internet gerade passiert und dann Handlungen automatisch auslösen. Das sind dann softwarebasierte Agenten. Nun werden Sie fragen, wie definiert man eigentlich, wann ist denn ein solcher Roboter oder ein Softbot, der ist wirklich intelligent? Und da kann man sagen, das ist ein eigentlich Bündel von Merkmalen. Wir sagen heute allgemein, die Systeme sollen autonom sein. Das heißt, ein Roboter, der immer die gleiche Tätigkeit nach einem Algorithmus ausführt, zum Beispiel so ein Lackier-Roboter. Ich war gerade heute Morgen noch in Stuttgart, dort in der Automobilindustrie werden die eingesetzt. Die sind ja nicht autonom. Wenn Sie den statt einem Mercedes einen Golf hinstellen, dann spritzt er natürlich daneben, weil der Golf ein bisschen kleiner ist. Das merkt der Roboter nicht. Es muss also auf jeden Fall sensorgesteuert sein und auch eine gewisse autonome Handlungsfähigkeit. Proaktiv ist natürlich wichtig, dass diese intelligenten Systeme wie der Mensch auch Dinge voraussehen und vorausschauend schon ihre Handlungen ausrichten. Adaptiv, selbsterklärend, eine ganz wichtige Sache, dass solche Systeme auch ihre Handlungen zumindest rechtfertigen, teilweise auch kausal erklären können. Selbstoptimierend sind, lernfähig, hatte ich gesagt, kooperativ sich verhalten im Zusammenhang mit anderen Systemen. Das sind also einige der Merkmale. Es gibt heute weltweit kein System, was alle diese Merkmale hat. Aber wenn keins dieser Merkmale vorliegt, dann ist es garantiert, so kann man mal ganz einfach sagen, kein System, was wir in der künstlichen Intelligenz als solches bezeichnen wollen. Nun, in der künstlichen Intelligenz gibt es sehr viele Kerngebiete. Es gibt auch viele Anwendungsfelder. Einige davon habe ich genannt. Aber man kann sagen, eins der ganz zentralen Überlegungen ist, dass ohne eine große Wissensbasis, ohne dass das System wirklich Wissen in sich repräsentiert hat, über das es suchen kann, über das es Schlussfolgerungen ziehen kann, eine solche Leistung gar nicht möglich ist. Das heißt, die Repräsentation von menschlichem Wissen in Computern ist noch immer eine zentrale Aufgabe. Gerade der vorhin genannte Kollege Habel arbeitet da auch auf diesem Gebiet. Subsymbolische Verarbeitung ist aber auch wichtig, denn wir müssen ja, wenn wir echte Systeme bauen wollen, vom Signal zum Symbol und später auch wieder, wenn wir etwas ausgeben an den Menschen, erzeugen wir zum Beispiel eine Schallwelle, also Sprachsynthese, müssen wir wieder Signale generieren. Also wir müssen diesen ganzen Weg end to end, sagt man heute, durchführen können. Und insofern spielt auch die Mustererkennung, die Signalverarbeitung auch eine ganz große Rolle. Wir haben auch sehr viele Nachrichtentechniker, Elektrotechniker in diesen Projekten mit drin.
Allerdings ist es im Bereich der künstlichen Intelligenz ein ganz großes Problem, dass kognitive Leistungen sehr stark interdependent sind. Sonst macht man das ja in der Naturwissenschaft oft so, dass man sich ein einzelnes Phänomen herauskristallisiert und das dann versucht, möglichst abgekoppelt von anderen zu untersuchen. Das ist leider, stellt sich heraus, im Bereich der künstlichen Intelligenz ganz schwierig möglich. Ich will das nur mal am Beispiel des automatischen Sprachverstehens, dem Gebiet, auf dem ich am längsten gearbeitet habe, eigentlich verdeutlichen. Wenn ich mit einem Computer Sprache verstehen will, dann muss ich nicht, wie eben gesagt, etwas Hintergrundwissen haben, sondern ich brauche zum Beispiel auch einen Zugang zum Bildverstehen. Vieles beim Sprachverstehen kann ich gar nicht erklären, ja? Zum Beispiel beim Spracherwerb, ohne dass ich von der Fähigkeit, Bilder zu interpretieren, ausgehe. Das heißt, da gibt es Abhängigkeiten. Schlussfolgern, wenn ich ein System habe, was überhaupt keine Schlussfolgerung ziehen kann, dann kann ich Texte nicht verstehen, weil vieles, das wissen Sie am besten, ja implizit ist. Ich muss Schlussfolgerung, wenn ich zum Beispiel wissen will, auf was bezieht sich das Pronomen, dann kann ich nicht rein meine grammatisches Wissen aktivieren. Oftmal muss ich Weltwissen, ich muss sogar Schlussfolgerung, logisches Denken, Common Sense anwenden, um dieses herauszufinden. Und hier sehen Sie, es ist alles mit allem etwas verknüpft. Wir können natürlich eine Tiefbohrung im Sprachverstehen machen, aber leider stellt sich heraus, wir können nicht sagen, das Problem des Sprachverstehens, das lösen wir, ohne dass wir uns mit Wissensrepräsentation und Bild verstehen, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Umgekehrt, die Kollegen, Herr Stiel hat ja lang genug im Bildverstehen gearbeitet, wenn Sie heute Computer zum Bildverstehen bringen wollen, dann können Sie das ohne Sprache auch wieder nicht machen, weil das Bildverstehen schon wieder geprägt ist. Wenn ich sage dem System, ja, was siehst du denn dann? Ja, dann dient ja die menschliche Sprache dazu, das zu beschreiben, was ich konzeptuell sehe. Da sieht man, das ist alles eng verknüpft und deshalb sprechen wir in der künstlichen Intelligenz davon, diese Probleme sind KI-vollständig. Das heißt, wenn Sie eins rausgreifen, wenn Sie das lösen wollen, müssen Sie alle anderen Probleme der künstlichen Intelligenz auch mit bearbeiten. Das sollte man immer im Hinterkopf haben. Trotzdem gibt es enorme Fortschritte. Es gibt aber auch Grenzen. Ich sagte ja, ethische Grenzen sicherlich, wenn man von Biohybridsystemen spricht. Oft werde ich gefragt, ja, wie weit geht das denn? Wollt ihr jetzt auch Intelligenzverstärker bauen und diese ins Gehirn implantieren? Und da ist meine Antwort ganz klar, hier müssen wir ganz stark aufpassen. Das wäre eine Grenzüberschreitung. Ich war selbst in der Enquete-Kommission mal tätig. Es ist nämlich so, dass dort gesagt wurde, naja, sollen wir zum Beispiel so kleine Chips zur Identifikation unter die Haut spritzen? In Deutschland ist es im Moment nicht gestattet. Bei Tieren wird es ja gemacht. Sie können Schafe, sagt man, taggen. Der Bauer taggt seine Kühe, wie es noch in Deutsch heißt, implantiert solche Chips. Aber bei Menschen ist es nicht gestattet. In Spanien wird es zum Beispiel gemacht. Wenn Sie dort in eine Diskothek gehen, vielleicht in einem Alter nicht mehr, aber dann kriegen Sie so einen Chip unter die Haut gespritzt. Also dort sind sehr unterschiedliche Rechtsnormen. So ein Identifikationschip könnte man sagen, so dramatisch ist das nicht. Aber wenn Sie das jetzt weiterdenken und jetzt wirklich Hardware, Computer, Rechenleistung dort anbringen, dann würde ich sagen, ist das sinnvoll in medizinischen Fällen. Sie alle kennen vielleicht das Cochlea-Implantat, das ist eine tolle Sache. Da kriegt man einen Sprachprozessor implantiert, der wird auch wirklich natürlich mit dem Nervensystem verbunden. Das kann bei gewissen angeborenen Hörstörungen zu tollen Ergebnissen führen. Es wird auch an Netzhautimplantaten gearbeitet, auch das ist sinnvoll und es ist auch sicherlich sinnvoll, da arbeiten wir selbst sogar dran, an solchen Exoskeletons, das heißt also, das sind im Grunde genommen Robotergestelle, die man sich anlegt und dieser Roboter, der kann tatsächlich Gelähmte wieder zu einem zwar noch holprigen und langsamen Gehen bringen. Das heißt, dieses Exoskeleton um ihre Beine herum führt dann die Gehbewegung aus. Sie sehen hier gerade eine Dame, die wirklich querschnittsgelähmt ist und die mit dieser Technik, da ist also wirklich ein Roboter,
drin, der jetzt die Bewegung sozusagen durchführt. Und nach einigem Üben kann man sich zumindest mal wieder fortbewegen. Das ist sicherlich ein ganz nützlicher Ansatz. Aber ich würde sagen, sozusagen der USB-Stick fürs Gehirn, mal verkürzt gesagt, das ist sicherlich eine ganz gefährliche Sache. Wird zunächst mal auch noch gar nicht funktionieren auf den ersten Blick. Man könnte da vieles machen, aber das wird eigentlich hier in Europa weitestgehend von der Wissenschaft abgelehnt. Wir haben trotzdem ganz große Durchbruchserfolge in den letzten 50 Jahren in der Künstlichen Intelligenz gesehen. Sie wissen, dass der Schachweltmeister Kasparov ja 1997 erstmal geschlagen wurde. Da gibt es jetzt eine ganze Serie, das immer wieder passiert. Also man kann sagen, Computerschach, da steht es zumindest pari pari. Wir haben das geschafft, das wurde vorausgesagt, das geht. Für mich war ein Durchbruch, dass wir es geschafft haben, das erste dolmetschende System, das habe ich ja entwickelt, mit über 100 Wissenschaftlern haben wir fast 6 Jahre dran gearbeitet. Das hat mich einige schlaflose Nächte, können Sie sich vorstellen, gekostet, weil dort auch die Industrie und die Bundesregierung mit über 100 Millionen beteiligt war. Wir mussten das also zum Laufen bringen. Es hat geklappt und jetzt können Sie kommerziell, vielleicht hat einige von Ihnen haben ein Smartphone, so auf dem iPhone oder auf so einem Android-Phone, können Sie sich solche Systeme laden und das läuft auch ganz gut, allerdings für sehr eingeschränkte Bereiche, muss man immer gleich dazu sagen, das ist nicht perfekt, ist auch nicht vergleichbar mit der Qualität eines menschlichen Dolmetschers, aber faszinierend, Sie sprechen rein und das Ganze ertönt auf Chinesisch, Japanisch, Englisch und ist schon eine ganz große Hilfe bei Geschäftsbesuchen, ich benutze es auch regelmäßig, oder bei Smalltalk. Natürlich können Sie keine philosophische oder wissenschaftliche Debatte über ein solches System führen. Dazu ist das Wissen wieder zu begrenzt. Aber es funktioniert. Auch auf dem Gebiet der autonomen Fahrzeuge gibt es ganz große Fortschritte. 2005 war so ein Durchbruch, wo das erste Fahrzeug fahrerlos, in dem Fall durch Desert Valley, eine Wüste in den USA gefahren ist, ohne jegliche Lenkung. Also man kann sagen, das sind schon tolle Leistungen, die man dort geschafft hat. Wir selbst am DFKI arbeiten in sogenannten Living Labs, also Laboren, in denen wir wirklich Innovation der Zukunft zeigen, unseren Sponsoren. Das geht vom Supermarkt der Zukunft, wie wird das aussehen mit dem Einkaufen in Zukunft, über das Auto der Zukunft, also Fahrerassistenzsystem, fahrerlosfahren oder ganz stark von Computern unterstützt fahren. Dann Exploration, das ging gerade die letzten Wochen durch die Presse. In Bremen haben wir so einen affenähnlichen Roboter entwickelt, der auch für Mondmissionen geeignet ist und der eine ganz tolle Bewegungsmöglichkeit hat. Sie sehen, wir versuchen den gerade da runterzuschütteln und wie er dann gegenreagiert, ist schon sehr interessant. Die Smart Factory wurde genannt, das ist eines der wichtigsten Themen hier in Deutschland, weil wir doch sehr stark von der Produktion und Maschinenbau abhängig sind. Die Stadt der Zukunft und für die alternde Gesellschaft ganz wichtig, wie sieht eigentlich das selbstständige, autonome Leben im Alter aus? Wie weit kann da künstliche Intelligenz unterstützen, noch möglichst lange in den eigenen 4 Wänden vielleicht mit solcher Hilfe von künstlicher Intelligenz leben zu können? Ein ganz wesentliches Prinzip, was wir bei all diesen Systemen verfolgen, ist die soziale Interaktion, mit der wir in einem Teile- und Herrsche-Paradigma viele solche kleinen teilintelligenten Systeme auf Aufgaben ansetzen. Sie können das vergleichen mit einer Ameisenkolonie oder einem Bienenstaat, die ja auch insgesamt eine intelligente Strategie bei Angriffen oder bei der Futtersuche verfolgen, nach diesem Prinzip, was in der Informatik durchgehend immer wieder angesetzt wird, teile und herrsche. Ich habe eine Aufgabe, die wird in sehr viele kleine Teilaufgaben zunächst mal zerlegt. Dann kommen diese kleinen Ameisenintelligenzen, arbeiten daran, kommunizieren untereinander. Wir fügen dann diese Teillösung wieder zusammen und kriegen dann eine Gesamtlösung. Nach diesem Prinzip arbeiten sehr viele moderne Systeme der künstlichen Intelligenz. Das heißt, wir haben kleine kognitive Agenten überall mit drin und die arbeiten eben intensiv über Maschine-zu-Maschine-Kommunikation gemeinsam und können dadurch tolle Leistungen bringen. Wir sprechen zum Teil auch vom Emergenzprinzip, was aus der Physik bekannt ist. Wir gehen ran und sagen,
Wenn ich beispielsweise hier will ich das kollisionsfreie Fußgängerverhalten simulieren, da habe ich ein ganz einfaches Prinzip. Jeder dieser einzelnen Fußgänger, den Sie hier sehen, hat eine ganz simple Steuerung, dass er nach links, nach rechts guckt, und wenn dort jemand schneller kommt als er, dann weicht er auf die jeweils andere Seite aus. Aber man sieht sehr schnell, dass wenn Sie das einmal an 3, 4 Agenten implementieren und das Ganze dann neu starten und mehr Agenten übertragen, dann kommt doch ein sehr komplexes Verhalten zusammen. Und wir haben das hier mal gemacht. Ich habe das, kann man auf Computer sehr schnell laufen lassen, statt eben 10, dann 10.000 Agenten. Ja, und wenn Sie das sehen, wie die hier kollisionsfrei durch New York laufen, dann denkt man ja, das ist ein super Programm, das ist eine Intelligenz, dass die nicht zusammenstoßen. Wunderbar, aber es ist im Grunde genommen ein ganz simples Prinzip dahinter, und das nennt man ja Emergenz. Das heißt, dadurch, dass viele immer wieder diesen kleinen Algorithmus ausführen, aber das skaliert, kriege ich eben insgesamt doch ein sehr beeindruckendes Verhalten. Ich sagte schon, Intelligenz beruht ja auf Wissensverarbeitung. Nicht auf Datenverarbeitung, auch nicht auf Informationsverarbeitung, sondern Wissensverarbeitung. Was ist der Unterschied? Daten kennen wir alle. Überall kriegen wir über Sensoren Daten. Datenfriedhöfe, sagt man, haben wir auch. Wir müssen nämlich diese Daten interpretieren, dann wird erst Information daraus. Wenn ich weiß, wie ich Information nutzen kann, dann wird Wissen daraus. Reine Information bringt mir auch nichts. Ich muss ja wissen, in welchem Kontext kann ich welche Information wie anwenden, um Problemlösungen herbeizuführen. Und all das kann heute teilweise maschinell erledigt werden. Das wichtigste Wissen, was aber unserem künstlichen Intelligenzsystem noch ganz stark fehlt, ist das Metawissen. Das ist nämlich Wissen über mein eigenes Wissen, also Einschätzung. Wo habe ich sehr vertrauensvolles Wissen? Wo kenne ich mich gut aus, wo weniger gut? Das macht der Mensch ja ganz geschickt. Oder wer weiß was? Welchen Mitarbeiter frage ich am besten? Wem kann ich trauen? Wo lese ich nach? Dieses Metawissen, da sind wir jetzt dran, in der künstlichen Intelligenz das auch in die Systeme viel stärker reinzubringen. Es ist eigentlich aus vielen Managementstudien bekannt, dass die erfolgreichsten Menschen nicht die sind, die da die meisten Daten haben, das sowieso nicht, auch nicht die, die Informationen oder Wissen, sondern die das beste Metawissen, die umgehen mit ihrem Metawissen. Geschicktes Umgehen mit Metawissen ist der absolute Erfolgsfaktor bei Menschen. Leider ist das gerade bei unserem künstlichen intelligenten System noch weniger ausgeprägt. Deshalb wollen wir dort an dieser Stelle viel mehr reinstecken. Das ist jetzt im Moment eine starke Bewegung. Gleichzeitig mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat sich ja sehr vieles in der Informatik geändert. Sie wissen, 1941 wurde der digitale Computer von Konrad Zuse in Berlin entwickelt mit dem Z3. Das war noch ein Computer für viele Benutzer, solche Zentralcomputer. Alle standen Schlange oder konnten sich den teilen. Dann kam die Ära der persönlichen Computer. Jeder hatte zum Glück jetzt einen Computer. Nur diese Zeit ist auch schon seit einigen Jahren vorbei. Wir sind heute im Post-PC-Ära. Das heißt, wir sind ja umringt von Computern, wenn Sie Ihre Tasche aufmachen. Viele haben dort ein Smartphone, vielleicht sogar ein BlackBerry, dann ein iPad, Tablet, Computer, Notebook. Dann, wenn Sie ins Auto einsteigen, sind Sie von 70 Computern umringt. Wenn Sie in einen Airbus einsteigen, über 300 Computer. Man kann sogar sagen, etwas überspitzt, wir arbeiten eigentlich nicht am Computer oder mit dem Computer, sondern im Computer. Eigentlich leben wir in vielen Situationen in Computern. Das macht auch gar nichts, ist nicht schlimm. Wir sind von elektronischen Umgebungen umzingelt. 90% aller Prozessoren arbeiten im Verborgenen. Das nutzen wir jetzt auch ganz stark in der künstlichen Intelligenz aus. Denn solche intelligenten Umgebungen, wie ich Ihnen eben zeigte, das ist eben die Zukunft, und das können unsere künstlichen Intelligenzsysteme dann auch ausnutzen. Die Chips werden immer kleiner, das ist klar, es ist nicht nur schneller, sondern auch kleiner. Es gibt biokompatible Chips, sie könnten implantiert werden. Ich habe gesagt, ethische Grenzen. Verspeisen ist nicht so schlimm. In Japan werden die verschluckt, in Bananen werden solche Chips eingespritzt. Dort steht eigentlich nichts Besonderes drauf, eigentlich das Gewicht. Das ist beim Kassieren schneller. Sie brauchen die also bei natürlichen Produkten, die nicht mehr an der Kasse zu wiegen, sondern die sind vorgewogen, da ist ein Chip drauf und dadurch geht das schneller. Der Chip wird aber wieder ausgeschieden, der ist in Glas gekapselt, kann nichts passieren. Ich habe schon öfter solche Chips gegessen, das ist kein Problem. M2M-Kommunikation bedeutet ja, dass diese kleinen Chips jetzt untereinander sich Maschine zu Maschine unterhalten.
Viele Anwendungen der künstlichen Intelligenz basieren darauf. Denken Sie daran, wir können heute, wenn jemand stürzt, in seinem Haus das feststellen. Sturzsensoren gibt es sehr viele, gute Anwendungen, Teppiche, die das feststellen. Aber jetzt kommt, jetzt muss ja irgendwas Intelligentes passieren, muss man sagen, gut, dann wird zum Beispiel Hilfe in der Nachbarschaft oder von der Familie automatisch angefordert. Also das Handy des Angehörigen klingelt, Urgroßmutter ist gerade gestürzt. Im Auto, das werde ich gleich genauer zeigen, da beschäftigen wir uns sehr damit, kann ein Auto dem anderen Auto Mitteilung machen über seine Beobachtung. Und hier kommt wieder diese Sache der Sprache ganz stark rein. Die Kommunikation muss nämlich auf einer semantischen Basis erfolgen. Wir können das nicht mit natürlicher Sprache. Also wenn ein Peugeot beschreibt, dass ein Ölfleck vorhanden ist auf der Autobahn, Achtung, auf Französisch, dann würde das vielleicht ein BMW nicht verstehen. Das hat doch keinen Zweck. Wir müssen die technischen Systeme so kommunizieren lassen, dass sie eine gemeinsame semantische Basis. Deshalb haben wir neue Normsprachen. Man könnte sogar sagen, so etwas wie Esperanto ist natürlich Quatsch, aber im Grunde genommen Sprachen entwickelt, mit denen sich Computer auch inhaltlich, das ist das Wichtige, semantisch untereinander verständigen können. Das Paket stellt fest, es liegt schon zu lange auf dem Zollamt, beschwert sich. Die Hydraulik, habe ich gerade heute Morgen vorgetragen, wir haben eben in der Fabrikautomatisierung tolle Systeme heute, die schon bevor ein Verschleißteil kaputt geht, feststellen, ja, wenn das so weitergeht, dieses Teil hält nicht mal durch, die melden sich dann selber, Achtung, da muss das Hydrauliköl ausgetauscht werden. Oder die Palette mit Frischeiern, die waren nun 25 Grad ausgesetzt, die kann man nicht mehr essen, da ist Salmonellengefahr und das merkt die Verpackung selbst. Solche intelligenten Verpackungen haben wir mitentwickelt, die gibt es auch schon, Sie können bei DHL so eine Temperaturpackung heute bestellen. Ich will das am Beispiel Auto etwas vertiefen. Das Auto als fahrender Computer, Sensorknoten, mobiler Internetknoten. Warum kommunizieren Autos? Ja, wir wollen mehr Sicherheit natürlich. Wir wollen eigentlich das null-tote Auto. Wir wollen weniger CO2-Ausstoß, selbstverständlich bessere Effizienz, aber auch bessere Kommunikation untereinander haben. Wir haben hier mit BMW, sozusagen die Pionierfirma, in den letzten Jahren Systeme entwickelt. Sie können übrigens Ende des Jahres die ersten solche Fahrzeuge auch kaufen. Also Interesse, ich mache jetzt keine Werbung, aber Sie können in Deutschland ist führend als Nation auf diesem Gebiet und die sind, das ist keine Forschung mehr, sondern wir haben das jetzt überführt in die Praxis. Diese Autos können Sie bestellen. Die sind also über Internet Kommunikation untereinander verbunden und hier fährt der BMW gerade auf einer Landstraße und jetzt fängt es ein Gewitter an. Es kommt zu einem lokalen Gewitter mit starkem Platzregen und das bedeutet ja Aquaplaning. In solchen Fahrzeugen haben wir hunderte von Sensoren drin. Auch ein Aquaplaning-Sensor, der lebensrettend ist, der automatisch dann das Stabilisierungssystem auslöst. Und heute ist Aquaplaning bei den teuren Fahrzeugen eigentlich gar kein Problem mehr. Auf der anderen Seite, ein Motorradfahrer, der da reinkommt, für den kann es lebensgefährlich werden. Das heißt, das System stellt das jetzt fest, steuert gegen, aber jetzt kommt es. Es kommuniziert diesen Tatbestand. Wir sagen, das ist eine lokale Gefahr. Und wir haben dem System 120 verschiedene Gefahren auf einer Straße beigebracht. Und diese Gefahr wird jetzt weitergeleitet in der Kommunikation an die Fahrzeuge in der Umgebung. Das heißt, das ist nicht, dass die Polizei irgendwie festgestellt hat, da ist was und tippt das in ein System rein, sondern geht vollautomatisch. Das Fahrzeug verhält sich sozusagen als sozialer Partner, gibt das an ein anderes Fahrzeug weg und letztendlich wird der Mensch natürlich auch informiert. Der Fahrer in dem BMW, der noch sehr weit weg ist, ein paar Kilometer, der kriegt jetzt schon angezeigt, dass in so und so viel Abstand dann Aquaplaning vorliegt. Das funktioniert sehr gut. Wir haben das gerade getestet mit 400 Fahrzeugen ein Jahr lang rund um den Frankfurter Flughafen. Die Technik ist jetzt bereit, verteilt zu werden. Und das Schöne ist, die Hersteller konnten sich auf eine gemeinsame Semantik, da habe ich selber stark mitgearbeitet, auch einigen, sodass das klappt. Also wenn Sie jetzt nicht nur BMW, sondern Sie haben Mercedes oder VW, klappt die Fahrzeuge, kommunizieren untereinander und auch Motorräder. Ich habe vor 2-3 Jahren, war eine Weltneuheit, das auch für Motorräder vorgeführt. Und hier ist sozusagen die Sensorik wieder, Aquaplaning wird festgestellt, dann die Semantik, eine semantische Peer-to-Peer-Verbindung aufgebaut. Und da haben wir einen Helm aufgebaut mit einer Sprachsynthese. Der Motorradfahrer kriegt also mit künstlicher Sprache angesagt, Achtung, Aquaplaning in 100 Meter. Das ist eine ganz tolle Sache, glaube ich, in Zukunft, um
dort Unfälle zu vermeiden. Ich zeige Ihnen das nochmal schematisch. Wenn wir also zum Beispiel ein Auto haben, was stehen bleibt in der Kurve, das ist ja sehr gefährlich, ja, und dann meldet es aber selbst, ich bin jetzt zum Hindernis gewesen, ich werde zur Blockierung und funkt diese Information an alle anderen. Sie sehen, so ein Fahrzeug wird zum kognitiven Agenten, genauso wie ich es vorhin definiert habe, und daran haben wir gearbeitet, wie gesagt, sehr viele dieser Assistenzsysteme mit Bosch zusammen, dieses Display und so weiter, das haben wir alles implementiert am DFKI. Und Sie sehen hier, defektes Fahrzeug in 200 Meter, kriegt der schon angezeigt und Sie sehen ja nichts, das ist ja stark bewaldet und normalerweise passiert dann prompt ein Unfall, weil dieses Fahrzeug, wenn Sie jetzt 50 Meter noch sehen und jetzt wird es, glaube ich, müsste ja kommen, sehen Sie, da, Bob, da wäre der Auffahrt. Jetzt sind Sie aber schon sehr gut informiert. Wir können natürlich das Fahrzeug sogar so ausstatten, dass es automatisch bremst. Das wollen wir aber im Moment noch nicht, weil dort auch juristische Probleme sonst zu behandeln wären, was die Haftung betrifft. Vielleicht noch mal prinzipiell, was wir jetzt gerade beim Autofahren sehr schön sehen, ist, dass wir auf der einen Ebene, und das wurde bei der Einführung auch sehr schön gesagt, haben wir diese symbolische Ebene, die semantischen Netze, die wirken, das regelbasierte Verhalten, das ist das, was Sie typisch in der Fahrschule theoretisch im Unterricht lernen. Auf der anderen Seite ist aber beim Autofahren gerade die subsymbolische Ebene, die neuronalen Netze, die Mustererkennung extrem wichtig. Wenn Sie zum Beispiel das Fahrzeug nur auf der Fahrbahn halten wollen, das hat eigentlich mit symbolischer Ebene wenig zu tun. Das ist auch sehr schnell, muss das gehen, sehr robust. Man sagt oft, das sind unbewusste sensormotorische Prozesse, die auch sehr viel Training erfordern. Deshalb hat man ja nicht nur den theoretischen Unterricht, sondern auch den praktischen Fahrunterricht. Beides muss aber zusammenkommen. Lange hat man in der künstlichen Intelligenz sich etwas bekämpft. Da waren, eben wurde das Stichwort Konnektionismus genannt. Da hat man gesagt, alles muss auf der Ebene passieren. Andere sagen, alles muss symbolisch. Die Wahrheit ist, wir brauchen eigentlich Hybridsysteme. Sowohl im Sprachverstehen ist das der Fall, als auch hier beim Autofahren. Ohne Regeln geht es nun auch nicht. Ich kann nicht durch neuronale Netze irgendwo durch Skills erlernen, dass ich bei Rot halten sollte. Das ist ja eine Konvention, die muss ich sozusagen symbolisch repräsentieren. Andererseits, wann ich Lenkbewegungen ausführen kann, das symbolisch macht keinen Sinn, wäre zu langsam und auch zu anfällig. Also wir brauchen beides und deshalb sind wir sehr an diesen Hybridsystemen interessiert. Nun, ein großes Thema ist ja heute die Elektromobilität. Deshalb wollte ich auch mal zeigen, was mit solchen robotischen Konzepten möglich sein wird. Wir haben jetzt in Bremen, Kollege Kirchner, das erste Auto im DFKI entwickelt, EO heißt es, was in der Lage ist, sich auch untereinander zu verkoppeln. Eine solche Rot-Train, praktisch wie der ICE, zusammenkoppeln, auseinandergehen. Das heißt, das Fahren der Zukunft, da können Sie im Verbund fahren, Ihr Fahrzeug koppelt sich ein, Sie fahren mit Leuten zusammen, koppeln dann wieder aus. Sie sehen auch, die Morphologie des Autos kann sich ändern, ja? Es kann zusammengefaltet werden, das liegt daran, diese Autos, und das ist nicht nur eine Animation, sondern real, dieses Auto gebaut in Bremen, das Robotic Innovation Lab nennen wir es mit Professor Kirchner, und dort klappt es also, weil Radnabenmotoren, wir haben gar keine Achsen mehr in dem Fahrzeug, sondern wir haben die Motoren sind in den Rädern drin und dadurch können wir, wie wir sagen, die Morphologie ändern. Wir können sogar Treppen hochfahren, Treppen runter. Was bringt das? Ja, für ältere Leute schon interessant, dass sie praktisch, wenn sie in so einer Wohnung, ich wohne selbst, also hier wüsste ich in Blankenese, wäre das toll, ja, fahren sie mit dem Auto die Treppen hoch, ist ganz wichtig. Ist durch solche robotischen Konzepte möglich. Ich sagte vorhin, bio-inspiriert, natürlich gucken wir uns einiges von der Natur ab. Wir versuchen sie nicht perfekt nachzumachen, gerade nicht beim Menschen, der ja auch sehr viele Imperfektionen hat. Aber dort, wo es sinnvoll ist für eine gewisse Aufgabe, machen wir das. Das ist so ein Roboter, da haben wir ein Testgelände aufgebaut in Bremen am DFKI, wo wir schwierige Aufgaben für unseren Roboter, Sie sehen, da muss er über die Stock und Stein sozusagen klettern. Er hat sehr flexibel, wie so ein Rückgrat und Hüften, in dem er sich sehr schön bewegen kann. Den Affen hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt. Wir bauen auch Tauchroboter in dem Labor, das ist zum Beispiel so eine Wasserschlange, die automatisch taucht, die auch bio-inspiriert ist, wie so ein Aal. Und wenn Sie den so schwimmen sehen, denken Sie so gar nicht, dass das ein Roboter ist. Der hat aber vorne Kameras und Sensoren, können Sie zum Beispiel
nutzen, jetzt taucht er gerade runter, um zum Beispiel Dämme zu überprüfen oder im Hafenbecken dort Untersuchungen zu machen. Solche Schwimmroboter, wir haben Roboter, die können auch ganz tief tauchen. Es gibt in den USA robuste Roboter, die sogar in Schnee und Eis arbeiten können. Dieses, muss man ehrlicherweise dazu sagen, ist auch ein Roboter, der mehr im militärischen Bereich, sollte ich nicht verschweigen, gibt es auch. Aber hier wird da ein Roboter mal ein bisschen bedrängt. Ne? Sie sehen, der wird, oder hier muss er da auf diesem Schnee rumlaufen. Das klappt auch schon ganz gut. Mensch kann das zum Teil natürlich besser, aber immerhin sehen manchmal, er gleicht auch immer wieder aus, lernt, wie er sich dort verhalten kann. Und wie gesagt, wenn er schlecht angegangen ist, geschubst, dann hier ist er auf Glatteis zum Beispiel, das macht natürlich keinen Spaß. Das ist aber auch bei einem Menschen nicht so einfach. Was ich zum Schluss noch sagen sollte, ist, dass wir allerdings eben diese intelligenten Umgebungen immer stärker ausnutzen. Es war eigentlich meine Idee, dass ich sagte, wir brauchen doch gar nicht so viel Sensorik reinzubauen in die Systeme, wenn die Gegenstände, mit denen der Roboter zu tun hat, selber immer mehr Intelligenz bekommen. Wir haben ja heute das Phänomen, dass selbst kleinste Objekte mit solchen Chips, RFID-Chips zum Beispiel, zur Identifikation ausgestattet werden. Das haben Sie in 3-4 Jahren in jedem Regal. Es ist heute in einigen Gebieten schon gang und gäbe, nicht nur den Barcode zu haben, sondern die gleichen Chips an dem Produkt. Und da Roboter das natürlich lesen können, im Gegensatz zu Menschen, wir haben ja leider keine RFID-Reader in unseren Händen drin, wir müssen das noch visuell inspizieren und inferieren, der Roboter kann das aber ausnutzen. Das haben wir bei unserer Eila-Dame auch gemacht. Die hat also in den Händen Laser drin und wenn die sich jetzt Objekt nähert in einer intelligenten Umgebung, dann muss sie das natürlich zunächst mal visuell machen. Man sieht das hier richtig, wenn sie ans Regal ranfährt, ja, dann, um das Objekt zu greifen, das wird noch mit konventionellen Mitteln der künstlichen Intelligenz mit Bildverarbeitung macht. Wenn sie aber in der Nähe ist, dann hat sie in den Händen die Laser und jetzt kommt das Neue. Das Objekt teilt diesen Händen mit, welche Geometrie es hat, wo die Griffpunkte sind, wie schwer es ist. Warum sollen wir den Robotern das Leben schwer machen und nicht die intelligente Umgebung sozusagen ausnutzen? Das haben wir bei Eila zum ersten Mal ganz stark gemacht. Das war ein Projekt Rescom, was ich geleitet habe. Von der Praxis könnte man, was soll das? Ja, zum Beispiel Regalpflege. Heute gibt es Personen, die rennen nachts durch die Supermärkte und müssen dort die Joghurtbecher rausschmeißen, die Ablaufdatum am nächsten Tag haben, weil es ja in Deutschland verboten ist, die dann noch anzubieten. Das ist eine ganz blöde Arbeit. Geschieht auch nachts, wenn der Supermarkt zu ist. Und das kann so ein Roboter machen. Er fährt da, guckt die Regale an, liest mit seinen Händen, was ist abgelaufen und schmeißt das weg. Ja. Wir haben großen Erfolg, gerade ging es durch die Presse, auch dieses Jahr nochmal Weltmeister in der Fußball-Europameisterschaft Lippen, das heißt also in der Weltmeisterschaft, die war gerade letzte Woche in Holland und Sie sehen, die Fußball-Roboter spielen noch nicht ganz so gut wie der Mensch Fußball. Aber es funktioniert schon. Dieser Roboter hat eben zumindest mal einen Torschuss verhindert. Es ist alles noch etwas langsamer. Jedes Jahr wird dieser Roboter aber besser. Wir tauschen die Programme aus. Das ist ein fairer Wettbewerb. Die Software auf dieser Standardplattform wird weltweit ausgetauscht. Wir haben über 70 Teams von Iran über USA. Und wir sind ganz stolz, dass Deutschland jetzt gerade vor letzter Woche wieder Weltmeister wurde, jetzt schon zum vierten Mal immerhin. Also da sind wir wirklich dominierend. Wir sind eigentlich im Roboterfußball inzwischen besser als im menschlichen Fußball. Ja, das ist irgendwie die Präsentation noch aus dem Rahmen gesprungen, aus irgendeinem Grunde. Hat der Computer, nö, will nicht mehr. Ich muss ja bald auch zum Schluss kommen, noch kurz etwas sagen, wie es aussieht mit den verschiedenen Sinnen und dann zum Abschluss nochmal sagen, wie ordnen wir das ein im Vergleich mit der menschlichen Intelligenz. Mit allen Sinnen wollen wir arbeiten, das heißt, wir wollen eigentlich weg von Tastatur und Maus. Ich habe mich immer damit beschäftigt, wie können wir dem Computer mehr kommunikatives Verhalten beibringen, zunächst Sprache, habe dann auch Gestik mit einbezogen, Mimik, Biometrie, heute auch ganz stark ist die Blickbewegungsverfolgung. Da haben wir Systeme ganz toll im Auto, so sogar mit Blick ein Objekt angucken und fragen, was ist das? Und sie kriegen die Antwort. Aber was jetzt neu ist,
in den letzten 2-3 Jahren, dass wir auch die physische Aktion mit einbeziehen. Wenn man Sprachwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, aber auch Informatik studiert, wird relativ schnell klar, dass das Handeln ein ganz enorm wichtiger Kontext für das Kommunizieren ist. Das heißt, wenn wir den Handlungskontext einer Äußerung haben, dann weiß ich, was es bedeutet. Ganz simples Beispiel bei der Bedienung eines Autos. Wenn ich zum Beispiel sage, schneller, dann kommt es natürlich darauf an, welchen Knopf am Auto ich gerade gedrückt habe. Wenn wir also die Taste unseres Scheibenwischers drücken und ich sage schneller, dann meine ich ja wohl, der Scheibenwischer soll etwas schneller laufen. Wenn ich den Tempomat einstelle, ich drücke auf die Tempomat-Taste und sage schneller, dann ist in diesem Kontext die Bedeutung natürlich andere. Ist eine Binsenweisheit für jeden, der Sprachwissenschaft studiert. Nur in der Praxis konnte man es nicht umsetzen, weil man die Handlungen sehr schwer erfassen kann. Und das ist aber jetzt neu. Durch diese instrumentierten Umgebungen, durch die Digitalisierung der Bedienung von Fahrzeugen, wissen wir genau, was ein Fahrer eigentlich auch physisch tut. Wir können jede Lenkhandlung, jede Handlung, wo er auf das Gaspedal tritt, einen Schalter betätigt, den kriegen wir digital geliefert, sodass wir, wenn dann Sprache verstehen, was ich schon lange mache, eine Spracheingabe erfolgt, dann kann ich die jetzt seit wenigen Jahren erst im Kontext einer Handlung interpretieren und habe dadurch eine viel größere Mächtigkeit bei der Mensch-Maschine-Kommunikation. Wir wissen alle, dass der Mensch ja absolut nicht perfekt ist als in seiner Perzeption. Der Mensch ist ja ein Augentier, wenn man so will. Also er hat ein ganz gutes sensorisches System. Das wird auch heute noch bei den meisten Fabrikarbeiten ja ausgenutzt. Deshalb gibt es eben zum Glück noch keine Fabriken, die voll automatisch laufen. Der Mensch wird gerade im visuellen Bereich immer wieder bei der Qualitätskontrolle unbedingt benötigt, weil er eben doch noch besser sieht. Das Hören ist auch nicht schlecht. Wir können aber heute sehr schnell Systeme bauen, die erheblich besser hören als der Mensch. Das ist eigentlich kein großes Kunst. Im Tasten ist der Mensch in der Verarbeitung relativ schwach. Es kommen eigentlich nur 5 Bit pro Sekunde noch an bewusst wahrgenommener Bandbreite. Ganz schlecht ist der Mensch im Schmecken. Deshalb sage ich immer, die ganze Sache mit Gourmet-Lokalen ist etwas fragwürdig. Ja? Der Mensch kann nur 1 Bit pro Sekunde überhaupt unterscheiden. Also der Geschmackssinn ist im Vergleich zu Tieren ganz schlecht ausgeprägt. Es lohnt sich also gar nicht teuer zu essen oder zu trinken. Und das Riechen ist ja auch extrem, die ganzen schlecht beim Menschen. Wir haben heute künstliche Nasen, die erheblich besser riechen. Die werden ja zum Beispiel, um Sprengstoff zu schnüffeln, das kann nicht nur ein Hund besser, das kann auch jeder Computer besser. Der Mensch schmeckt und riecht eben doch relativ schwach. Trotzdem darf man ja nicht nur die reine Perzeptionsleistung sehen, sondern es ist immer wieder, wie ich sagte, wichtig, den gesamten Wissenskontext herzunehmen. Und das hat mich bei dem Sprachverstehen aus gesprochener Sprache auch so fasziniert, dass der normale Ingenieur, der würde jetzt sagen, ja gut, das ist einfach ein Muster, jetzt mache ich hier Mustererkennung. Ja. Ich gucke mal, das muss doch eine Schallwelle sein, wenn jemand den Satz spricht, Urlauber wollen wieder mehr ans Meer, dann sehen Sie hier sogar im Spektrogramm, ja, dass der Ingenieur zunächst mal gar nicht so Unrecht hat. Es sieht ja sehr ähnlich aus. Wenn Sie die letzte und dritte Schallwellencluster hier sehen, sieht fast identisch aus. Nur, wenn Sie diesen Satz hören, Urlauber wollen wieder mehr ans Meer, dann ist das trotzdem eine ganz andere Bedeutung. Ja? Und hier sieht man rein die Interpretation von Mustern in Schallwellen und eine 1-zu-1-Abbildung sozusagen ist völlig unmöglich. Hinzu kommt noch, wenn man jetzt genauer einsteigt, dass natürlich eine weibliche Stimme ganz andere Charakter ist als eine männliche und so weiter. Also so einfach irgendwelche Schwingungen sozusagen abzubilden auf Buchstaben, so sage ich mal ganz simpel, das scheitert. Das haben früher Ingenieure vor 30, 40 Jahren probiert und sind kläglich gescheitert. Das heißt, hier auch da sieht man wieder diese KI-Vollständigkeit. Ich brauche zwar die Mustererkennung, aber brauche dann Grammatikstrukturen, ich brauche Wissensstrukturen, Bedeutungsstrukturen, um es zu machen. Wenn wir das alles haben, können wir aber faszinierende Anwendungen gestalten. Wir arbeiten gerade dran, solche erweiterte Realität im Auto. Wir haben also heute solche Windschutzscheiben, ja, wo sie tatsächlich beim Fahren, die Kinder zum Beispiel sollen hier Englisch lernen, ja, und Sie sehen das Kind, und das wird dann auch, ertönt dann noch, Sie können sich das anhören, ja, und sodass die Kinder gucken aus der Scheibe und haben praktisch immer eine... Grass, ja, also sie...
Ist ja immer langweilig, wenn die Kinder in den Urlaub fahren und fahren jetzt durch England, dann können sie einen Sprachunterricht genießen. Oder hier, wie auf dem iPhone, kann ich mir da mal die Schafe genauer angucken. Sie haben also intelligente Seitenscheiben, nicht nur die Windschutzscheibe, das gibt es ja schon für den Fahrer, sondern wir haben das jetzt auch spielerisch sozusagen auch für die Kinder gemacht. All das ist möglich, es gibt tolle Anwendungen, aber zum Schluss möchte ich Ihnen doch ein bisschen sozusagen auch sagen, man darf auch nicht zu optimistisch sein, weil doch die Grenzen der künstlichen Intelligenz sich ganz klar abzeichnen. Also wie gesagt, ich mache das jetzt über 35 Jahre und so länger es man macht, umso mehr Ehrfurcht bekommt man eigentlich vor der menschlichen Grundintelligenz. Ich sage immer, wir haben heute mit künstlicher Intelligenz noch nicht mal das erreicht, was ein fünfjähriges Kind beherrscht. Also das muss man ganz klar sagen. Bei allem Fortschritt, ich habe tolle Beispiele gezeigt, muss man sagen, der Mensch ist ja meilenweit überlegen. Das ist einerseits, sagen wir, ist es die sensormotorische Intelligenz. Da kann man sagen, naja, da sind Roboter natürlich heute in der Präzision der Sensorik zum Teil überlegen. Natürlich kann ich mit höher auflösenden Kameras, wir haben heute Gigapixelbilder, die Menschen sicherlich nicht so auswerten kann. Wir haben Mikrofon-Arrays, mit denen ich noch genauer hören kann, Quellentrennung besser machen kann und so weiter. Aktuatorik, natürlich kann ich ganz feines Handling durchführen, aber nicht in der Kombination mit all diesen Sinnen. Wenn ich also ganz komplexe Aufgaben habe, wo ich die Sensorik und die Motorik koppeln muss, da ist der Mensch immer noch überlegen. Deshalb wird er auch in der Fabrik, ich habe heute bei Trumpf, heute haben wir nochmal geguckt, selbst die besten Laserschweißmaschinen, ich muss auch Menschen haben, die das Ganze nacharbeiten. Kognitive Intelligenz, das ist ja der Kernbereich der künstlichen Intelligenz. Da kann man sagen, Geschwindigkeit, Datenmenge, Expertenwissen, auch im Ausdauer sind wir in Spezialgebieten überlegen. Und das macht ja auch die Technik sinnvoll. Ich sagte ja, ingenieurwissenschaftliche Anwendung. Wenn Sie heute Anflug am Flughafen Frankfurt machen, dann wirkt so ein KI-System, hilft dem Fluglotsen schon bei der Anflugplanung. Das ist auch gut so. Denn solche Systeme lassen sich ja nicht von Datenmengen überwältigen. Die kriegen es nicht mit der Angst zu tun, wenn jetzt plötzlich zu viele Flugzeuge in der Morgenspitze in Frankfurt landen wollen, halten also klaren Kopf, führen ihre intelligenten Planungssysteme aus. Das ist sicherlich ein Vorteil. Aber in der Alltagsintelligenz, in unerwarteten Situationen, ist auch dort der Mensch extrem überlegen. Als ich das DFKI gegründet habe, genau jetzt vor 25 Jahren, übrigens heute ist der Tag, am 4. Juli haben wir das gegründet. Da war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich Systeme bauen, die eine Alltagsintelligenz, ein Common Sense an den Tag legen. Und ich muss sagen, nach 25 Jahren Arbeit, wir sind immer noch sehr weit entfernt. Die Alltagsintelligenz von Menschen ist extrem viel besser. Wir haben mehr eine Spezialintelligenz, die wir entwickeln können. Und deshalb Assistenzsysteme ist wunderbar. Aber der Mensch in seiner Grundintelligenz hat so viele Fähigkeiten, die wir nicht imstande sind, heute zu simulieren. Ganz extrem wird es dann bei der emotionalen Intelligenz. Denn es ist klar, der Mensch hat ja durch die Kombination emotionaler und kognitiver Intelligenz gerade viele seiner tollen Leistungen, die er verbringt. Und auch da sind Computer sehr schwach. Ich selbst habe einige Publikationen auch zu Emotionsmodellen gemacht. Wir haben sogar eine Art Emotionsmodell, was Stimmung, was Affekt, Emotionen simulieren kann. Aber auch das ist sehr weit entfernt von dem auch zum Teil ja biologisch hormongesteuerten Emotionssystem des Menschen. Soziale Intelligenz ist ein spannendes Thema, auch daran arbeiten wir. Aber ein Teamgeist bei Robotern, zum Beispiel in der Fußballmannschaft, wie wir es eben gesehen haben, die können heute schon den Doppelpass durchführen. Das ist ja soziale Intelligenz. Ich darf ja nicht alleine nur aufs Tor immer stürmen, jeder will Tore schießen, sondern das Spiel lebt ja von dem Teamgeist, von dem sozialen Miteinander in der Mannschaft, Rettungsmannschaft, das geht, aber auch dort ist der Mensch natürlich viel subtiler ausgestattet und überlegt. Was wir heute machen können, ist eben, dass ich aus so einem Gesicht, zum Beispiel aus Zügen erkennen kann, aha, der ist jetzt neutral, er ist ärgerlich, also die Computer sind etwas in der Lage, allmählich mal auch Emotionen zu erkennen. Wir können auch so simpel natürlich Tränen generieren oder so etwas. Trotzdem, das ist nur relativ an der Oberfläche. Also zum Schluss die Frage, ist künstliche Intelligenz jetzt besser als unser Gehirn? Da kann ich also wirklich nur
Sie alle beruhigen. Noch lange nicht, vielleicht geht es auch prinzipiell nicht. Man muss allerdings sagen, als Naturwissenschaftler, es gibt ja kein Naturgesetz, was aussagt, dass es nicht geht. Wir haben sehr viele Dinge aus der Mathematik, Unentscheidbarkeiten und so weiter, aber in der Naturwissenschaft gibt es kein Gesetz, was sagt, es geht nicht. Ich kann nur konstatieren, im Moment ist es zumindest unmöglich. Man kann philosophische Argumente, da gibt es auch sehr viel Literatur drüber, dass es vielleicht prinzipiell deshalb nicht geht, weil ein Computer niemals als gleiches biologisches Wesen anerkannt wird. Der Kaspar-Hauser-Effekt, das soziale Training mit Computern findet nicht statt und deshalb können sie auch nie so sich verhalten. Aber das ist ein bisschen ein schwaches Argument. Man könnte sich ja vorstellen, dass es Gesellschaften gibt, die den Computer ganz als ebenbürtig sozusagen akzeptieren. Also ich würde einfach sagen, da sollten wir uns im Moment nicht festlegen. Es gibt keine wirklich meiner Ansicht nach seriöse Argumentation, dass es nicht geht. Frage ist, wollen wir es? Meine Antwort ist nein. Wir haben so viele Menschen, wir brauchen eigentlich keine Homunkuli. Wir wollen ja technische Assistenzsysteme bauen für bestimmte Zwecke. Insofern ist die Frage sowieso etwas theoretischer Natur. Aber eins steht vielleicht fest. Künstliche Intelligenz ist besser als natürliche Dummheit. Und damit möchte ich auch schließen.